Herzlich willkommen zur Dienstagsausgabe der Allgäu TV Nachrichten 0831 930 63 3x die 1. So lautet die Telefonnummer für unser Satellitenschüssel-Gewinnspiel. Diese Nummer rufen Sie an, wenn Sie irgendwo in unserem Programm eine Satellitenschüssel sehen. Die Nummer nenne ich gleich nochmal. Erstmal eine Übersicht über unsere heutigen Themen. Grüne Weihnachten, weiße Ostern, Bergbahnen blicken positiv voraus. Nach fragwürdiger Plakataktion in Marktoberdorf, jetzt rechte Schmierereien in Kempten und Memmingen aufgetaucht. Und Start der Modernisierung, Interimsbettenhaus an Klinik Füssen eröffnet. Karl-Heinz Portner aus Biesenhofen, so heißt der Gewinner unserer gestrigen Sendung. Er hat die Satellitenschüssel im Beitrag über die Allgäu-Stromvolleys gesehen. Halten Sie auch heute wieder die Augen offen, denn auch heute ist irgendwo in der Sendung eine Satellitenschüssel versteckt. Und so funktioniert das Gewinnspiel. Einschalten und gewinnen. Wir verstecken jeden Tag eine Satellitenschüssel in unserem Programm. Sie haben sie entdeckt? Sagen Sie uns wo und gewinnen Sie mit ein bisschen Glück tolle Preise. Ihre Antwort senden Sie einfach per E-Mail an gewinn@allgäu-tv.de oder Sie rufen einfach an. Wir wünschen viel Glück. In ganz Deutschland gehen die Kinder wieder in die Schule, die Weihnachtsferien sind vorbei und damit auch die Zeit, in der es bei den Bergbahnen und Skiliftbetreibern am meisten zu verdienen gibt. Dem relativ schönen Wetter um Weihnachten herum ist es zu verdanken, dass die Bergbahnen überhaupt gefahren sind. Viele Urlauber haben sich nämlich einfach umgestellt und sind wandern oder spazieren gegangen. Jetzt soll es ja dann doch noch schneien, aber ist das zu spät? Wie sehen das die Bergbahnbetreiber? Alles okay oder hat der lange Herbst doch auch finanziell seine Spuren hinterlassen? Dass es keine weiße Weihnachten gegeben hat, wissen wir. Das Thema wurde zudem in sämtlichen Medien lang und breit besprochen. Wie jedes Jahr eigentlich, denn grüne Weihnachten sind nicht die Ausnahme, sondern schon fast die Regel. Ausreichend Schnee hat es auch in den vergangenen Jahren erst im neuen Jahr gegeben. Trotzdem sind die Weihnachtsferien ein wichtiges Standbein für jemanden, der mit Wintersport sein Geld verdient. Jemand wie Ralf Speck zum Beispiel. Also es war wieder erwarten, gar nicht so schlecht, wie man eigentlich im Kopf gehabt hat. Ohne Schnee geht gar nichts, sondern wir haben sehr viele Gäste gehabt, die einfach das genutzt haben und trotzdem auf den Berg gegangen sind, sage ich mal, ähnlich wie im Herbst. Waren auch wie gute Herbsttage bei uns von den Beförderungen. Wir haben bis zu 900 Bergfahrten gehabt, trotzdem, also Berggäste gehabt. Und die Leute waren trotzdem relativ entspannt und haben das Ganze eigentlich gut aufgenommen. Ja. Spazieren und Wandern wie im Herbst hat also manchen Ortes das Weihnachtsgeschäft gerettet. Aber auch, dass in höheren Lagen Wintersport durchaus möglich war. Die Urlauber konnten Skifahren, sagt Peter Schöttl, Präsident des Deutschen Seilbahnverbandes. Ja, die Fellhornbahn hat am 6. Dezember aufgemacht, Nebelhorn ist ab 11. Dezember gelaufen. Das heißt, dass man an Weihnachten durchaus Skibetrieb hatte und auch bei den anderen bayerischen Bergbahnen, die Zugspitze. Da ist auch nicht nur am Zugspitzplatt oben Skibetrieb gewesen, sondern auch im Klassegebiet. Und auch jetzt die letzten Tage haben ja peu à peu immer mehr Unternehmen aufgemacht. Oberjoch geht mittlerweile, die Hörnerbahn ist in Skibetrieb. Also die Leute, die Skifahren wollten, haben durchaus Möglichkeiten gefunden. Fellhorn-Kanzelwand oder Nebelhorn sind aber die Ausnahmen unter den Skigebieten im Allgäu. In niederen Lagen fehlten die Skifahrer natürlich schon. Das konnten auch die Wanderer nicht ausgleichen. Bilanzieren wollen die Bergbahner aber noch nicht. Da sind wir Bergbahner, glaube ich, auch ein bisschen abgebrüht und die Bilanz wird am Schluss gezogen. Und wir haben jetzt noch 3 Monate oder 3,5 Monate Winter vor uns. Und wenn wir uns da in 3,5 Monaten nochmal unterhalten, wie die Bilanz von dem Winter wird, dann können wir da, glaube ich, was dazu sagen. Wie gesagt, der Winter hat gerade erst begonnen und da ist es, glaube ich, wirklich noch zu früh, Bilanzen zu ziehen. Auch wenn die Urlauber zufrieden waren. Ob sie nächstes Jahr in der Weihnachtszeit wiederkommen, wird die große Frage sein und die, wie viele milde Winter sich Skigebiete eigentlich noch leisten können. Wir können uns, glaube ich, relativ viele Winter leisten in dieser Art, weil wir mittlerweile auf ein Ganzjahreskonzept fahren. Wir sind momentan letztes Jahr 2015 war 50% Sommer und 50% Winterumsatz. Und ich glaube, das ist unser großes Plus mittlerweile, dass wir einfach viel im Sommer auffangen können und somit keine hundertprozentige Abhängigkeit vom Winter mehr haben. Die Chance für die Liftbetreiber, bis Ostern die Saison noch zu retten, kommt. Ab morgen soll es schneien und im Februar stehen dann die Faschingsferien an.
Die Bilanz bei den Allgäuer Liftbetreibern fällt also gar nicht so katastrophal aus. Aber wie sieht es denn insgesamt aus? Wie zufrieden waren die Urlauber mit den Weihnachtsferien und die Allgäuer Hoteliers mit dem Weihnachtsgeschäft? Boris Weltermann dazu im Gespräch mit Bernhard Joachim von der Allgäu GmbH. Ja, Bernhard Joachim ist bei mir, der Chef der Allgäu GmbH. Herr Joachim, auf Ihrer Homepage habe ich gelesen, also auf der von der Allgäu GmbH, da steht Winterurlaub im Allgäu, das bedeutet Abwechslung auf höchstem Niveau. Jetzt war ja die Abwechslung in den letzten Tagen eher so auf die unterschiedlichen Regenmengen beschränkt, die wir hier hatten. Wie sieht es denn mit dem Niveau dann aus? Vielleicht eine kleine Korrektur während der Weihnachtsfeiertage und während der Tage und den Winterferien zwischen den Jahren war das Wetter durchaus ziemlich gut. Es hat halt keinen Schnee gehabt. Und dieses Niveau, das wir bieten, konnten viele Gäste dann auch ohne Schnee gut erleben. Viele Hütten, viele Gastronomie hatte geöffnet. Die Wanderwege waren natürlich bestens zu benutzen. Die Bergbahnen hatten quasi ein Angebot wie im Herbst oder wie im Sommer. Man konnte auf den Berg hinauffahren. Und hat dann durchaus eine sehr schöne Winterwelt gesehen, wenn ich denke, meinen Ausflug, den ich aufs Nebelhorn gemacht habe, mit dem 400-Gipfelblick, und die waren alle verschneit, da gab es keinen freien Gipfel. Also die Gäste haben durchaus deutlich mehr erlebt und deutlich mehr Winterfeeling und Urlaub auf hohem Niveau, auf höchstem Niveau erhalten, also wenn sie zu Hause geblieben werden. Ich sage mal, in den tristen, grauen Großstädten. Okay, ja, da in dem Zusammenhang vielleicht schon, ja. Zumindest bei den Bergbahnen sagt man ja, dass so ein Drittel des Jahresumsatzes in den Weihnachtsferien gemacht werden sollte. Das ist natürlich den meisten Bergbahnen jetzt nicht gelungen. Muss da in Zukunft umgedacht werden, auch um das angesprochene Niveau zu halten in Zukunft? Ja, es ist sicher so, dass dieses Drittel des Jahresumsatzes schon ein Wunschwert ist, den man dann, wenn die Feiertage nicht so ideal laufen, und das war durchaus der Fall dieses Jahr, schwer aufholen kann. Dennoch ist es so, dass eine ganze Reihe an Bergbahnen geöffnet hatten, wie gesagt, quasi den Herbstbetrieb angeboten haben, in den Hochlagen sehr gute Pistenverhältnisse vorhanden waren. Sie konnten am Fellhorn ins Tal fahren, sie konnten an der Kanzelwand ins Tal fahren. Oben am Nebelhorn waren beste Bedingungen. Wir sind schon seit November in Grasgehren, Balderschwang im Betrieb. Sicher die mittleren Lagen, unteren Lagen haben ein Problem gehabt, aber schauen Sie allein den Fischinger Gletscher, wie wir ihn immer nennen, wenn Sie nach Fischen hineinfahren, auch dort war dank Beschneiung ein guter Betrieb möglich. Und ich denke, die Bergbahnen haben einen enormen Aufwand getrieben, um gerade für die Kinder und für den Skifahrernachwuchs ein Angebot bereitzuhalten. Dann waren es vielleicht nicht die langen Pisten, aber die Übungshänge waren durchaus im Betrieb und die Kinder hatten großen Spaß. Und die Eltern hatten vielleicht genauso viel Spaß, weil sie den Kindern zuschauen konnten, nicht selber auf der Piste waren. Sie haben eben kurz die Beschneiung angesprochen. Das ist ja jetzt auch ein bisschen ein zwiespältiges Thema. Auf der anderen Seite wird ja auch unheimlich viel wieder auf Natur erleben, Natururlaub gesetzt, auch im Sommer natürlich. Da gibt es Urlaub auf dem Bauernhof oder auch Biohotels. Wie passt denn das auf lange Sicht mit der Beschneiung, die ja wahrscheinlich in Zukunft noch mehr werden wird, zusammen? Also derzeit können wir sagen, dass im Allgäu ungefähr 30% der angebotenen Pisten beschneit werden können, falls es nötig ist. Und damit sichert das Bergbahnunternehmen einfach für die nächsten 20, 25, 30 Jahre die Möglichkeit des Skifahrens, falls es dann noch öfter solche Winter geben sollte, die dann recht spät starten oder wo die Temperatur einfach so ist, dass es wenig schneit. Dennoch, glaube ich, ist das Allgäu, das sich seine Natürlichkeit im hohen Maße behalten hat und auch weiterhin behalten wird. Das ist unser großer Schatz. Die Natürlichkeit, die Authentizität. Wir umschreiben das ja auch gerne mit dem Begriff heile Welt. Dort, wo der Gast noch ein Klischee findet, das er von zu Hause mitgebracht hat, ein Bild findet, das er sich vor zu Hause schon zurechtgemalt hat. Und das können wir Gott sei Dank im Allgäu noch weit
befriedigen und weit erfüllen. Und insofern sage ich auch, dass der Begriff heile Welt da durchaus nicht negativ, sondern überaus positiv in ein idealtypisches Bild hinein wächst. Wie wird die Zukunft aussehen? Natürlich beschäftigen wir uns damit, mit der Situation, dass es möglicherweise weniger Skitage geben kann. Also, dass die Skitage den Wert von 100 oder vielleicht auch weniger erreichen, also weniger als 100 Skitage in der Saison. Aber wir haben es in diesem Jahr gesehen, jetzt zwischen den Jahren und an den Weihnachtsfeiertagen, dass die Gäste da sind, sie sich durchaus sehr gut beschäftigen, nämlich mit dem Angebot, was vorhanden ist. Ich meine, wir sind ja nicht nur Wintersportregion, wir sind ja Ganzjahresregion. Wir haben ein Herbstangebot, wir haben ein Sommerangebot. Und dann machen die Gäste eben mehr das Thema, was sie sonst im Sommer und im Herbst machen. Und wenn Sie dann noch eine verschneite Winterlandschaft sehen in den Hochlagen, dann ist das eigentlich deutlich mehr wie das, was Sie zu Hause sehen. Dennoch meine ich auch, für die Zukunft gesprochen, der Schnee gehört schon dazu. Und wenn der Schnee in der Landschaft liegt, aber er ist nicht ausreichend, um dann gut Skifahren zu können, dann hier noch mit technischer Beschneiung nachzuhelfen, damit eben auch entsprechend gute Skipisten vorhanden sind in einer verschneiten Landschaft. Ich denke, das wird auch in naher und weiterer Zukunft noch gut möglich sein. Okay. Wir haben ja im Beitrag gesehen, dass die Liftbetreiber noch keine Bilanz ziehen. Für die geht der Winter ja noch weiter. Da kann ja noch einiges aufgeholt werden. Aber wie sieht es denn zum Beispiel bei den Hoteliers aus oder beim Städtetourismus? Die haben ja jetzt, was das Weihnachtsgeschäft angeht, durchaus eine Bilanz gezogen. Was sagen die denn? Also die Beherbergungsbetriebe, die Hotellerie ist durchweg zufrieden. Sie ist durchweg sehr zufrieden, denn sie hatten eine sehr gute Buchungslage, wie immer zwischen den Jahren. Das ist eben mal die Hochsaisonzeit. Und sie hatten keine Beschwerden, sie hatten keine Absagen, die über das normale Maß hinausgehen, aufgrund der Wetterlage und aufgrund des geringen Schnees. Sie haben sich sehr bemüht, sie haben sich sehr angestrengt, ein gutes Programm hinzubekommen. Und ich glaube, die Gäste wissen das durchaus wertzuschätzen. Und ich glaube, dass sie auch im nächsten Jahr wiederkommen. Ein kleiner Trost für uns im Allgäu ist, dass in den ganzen Alpen die Wetter- und Schneelage so war wie im Allgäu, dass man auch nicht sagen kann, das nächste Mal fahre ich wieder nach Österreich im Winterurlaub. Da ist dann mehr Schnee. Das war dieses Jahr nicht so. Im Gegenteil, ich glaube, der Schnee, der gekommen ist Anfang Dezember, kam vom Norden, haben die Österreicher noch relativ wenig von abbekommen. Also insofern war das Angebot ein sehr gutes und die Gäste waren zufrieden, die Beherbergungsbetreiber waren auch zufrieden. Es gab zusätzliche Effekte, dass viele Gäste dann in die Städte zum Shoppen gegangen sind und sich dort die Geschäfte und Outlets, die ja immer irgendwas im Angebot haben, dort angeschaut haben und ich glaube auch ganz gut gekauft haben. Auf den Berghütten, in der Ausflugsgastronomie, auf den Bergen, die auch mit der Bergbahn erreichbar sind, gab es hervorragende Umsätze, denn die Gäste hatten Zeit zum Genießen, sich die Landschaft anzuschauen. Es war schönes Wetter, sie sind auf den Sonnenterrassen gesessen, haben dort konsumiert. Also der Umsatz in der Berggastronomie war sicher nicht schlechter wie sonst. Letzte Frage, wo kriegen Sie denn die ganzen, also wie ziehen Sie denn die Bilanz? Wo kriegen Sie denn was denen gefallen hat oder was ihnen vielleicht auch nicht gefallen hat, wo kriegen Sie denn die ganzen Informationen her? Ja, als Allgäu GmbH sind wir natürlich eine überregionale Organisation, die für das ganze Allgäu zuständig ist, die Vermarktung, das Marketing für das Allgäu machen. Aber wir haben natürlich ein großes und intensives und gut funktionierendes Netzwerk, wo wir immer wieder Abfragen starten, um solche Berichte wie jetzt heute auch fundiert geben zu können. Also indem wir die Bergbahnen abfragen, indem wir die Orte abfragen, die Touristinformationen. Und natürlich bin ich auch nicht wenig unterwegs und treffe die Akteure im Tourismus und erfahre das dort auch aus erster Hand, wie die Situation ist, wie die Geschäfte laufen und wie die Zufriedenheit ist. Ja, ich glaube, man kann im Allgäu unheimlich viel machen. Da brauchen wir uns, glaube ich, nicht zu verstecken, auch nicht vor anderen Regionen. Aber für sämtliche Aktivitäten im Winter braucht man natürlich Schnee. Der wird ja hoffentlich jetzt kommen dann. Vielen Dank, Herr Joachim, erstmal. Und weil der Schnee kommt, kann man ja mit einer positiven Vorausschau jetzt erstmal in die Zukunft starten. Und damit gebe ich zurück ins Studio.
Danke nochmal. Sehr gerne. Vielen Dank, Boris Wettermann. Hier geht's gleich mit Kompakt weiter, den aktuellen Meldungen aus der Region in aller Kürze. Ihr neuer Arnold-Jahreskatalog bietet über 500 Reiseideen. Gerne senden wir Ihnen Ihr ganz persönliches Exemplar. Rufen Sie uns an. Arnold Reisen in Dietmannsried. Telefon 08374 58 300. Idyllisch zwischen Bergen und Niedersandhofener See liegt der Landgasthof Sonne. Bekannt ist die Sonne nicht nur für ihre traumhafte Lage, sondern auch für ihre urige und gemütliche Atmosphäre. Mit dem neuen Anbau der Alpe können die Betreiber ihren Gästen jetzt noch mehr anbieten. Sie ist stimmungsvoller Veranstaltungsort für Familienfeiern und Firmenjubiläen. Der Clou, sie kann ganzjährig zum Grillen genutzt werden und hat sich damit in kürzester Zeit schon eine eigene Fangemeinde erarbeiten können. Grille ist genauso gut im Winter, das Wintergrille ist genauso beliebt. Man darf natürlich dann drin sitzen und nicht im Biergarten, aber Grille kann man auch im Winter gehen. Also je nach Wunsch vom Gast, ob es ein schönes Allgäuer Rumpsteak ist, Garnelenfisch, bunte Auswahl, je nach Wunsch und Laune des Feiernden. Jeder darf da selber sich bedienen und kochen und der eigene Kellner sein. Die Zutaten sind natürlich alle ganz frisch und kommen nach Möglichkeit auch aus der Region. Mit viel Liebe zum Detail und sicherem Gespür für den feinen Geschmack wird das Essen vorbereitet. Und ob man jetzt selbst am Grill stehen möchte oder das lieber dem Küchenchef überlassen will, darf jeder Gast für sich entscheiden. Eines aber bekommt man in der Alpe des Landgasthofs Sonne auf jeden Fall. Die richtige und gemütliche Atmosphäre für einen entspannten Abend mit Freunden. Die Nachrichten vom Dienstag, den 12. Januar 2016. In Kempten haben Unbekannte eine Asylbewerberunterkunft beschmiert. An dem Haus im Rübezahlweg wurden gestern Nacht Hakenkreuze und rechte Sprüche mit Spraydosen an die Fassade gesprüht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet in diesem Zusammenhang Zeugen der Tat, sich bei der nächsten Dienststelle zu melden. Auch in Memmingen sind rechte Schmierereien aufgetaucht. Mehrere Hinweisschilder auf die Moschee im Norden der Stadt wurden mit Hakenkreuzen besprüht. Die türkisch-islamische Gemeinde zeigte sich zutiefst besorgt. Wer heute solche Schmierereien anbringe, mache morgen wahrscheinlich etwas anderes, heißt es in einer Stellungnahme. Die Gemeinde hat Strafanzeige erstattet. Die Bauverwaltung der Stadt Kaufbeuren hat die Baugenehmigung für das Fachmarktzentrum im Forettle erteilt. Der Bauantrag des Investors entspreche den Forderungen, heißt es von Seiten der Stadt. Alle zur Genehmigung erforderlichen Unterlagen und Angaben würden zudem vorliegen. Nun hat der Investor 2 Jahre Zeit, das Fachmarktzentrum fertigzustellen. Mögliche Verzögerungen müssen gerichtlich abgeklärt werden. Die Stadt Kaufbeuren hält deshalb einen Baubeginn im Laufe diesen Jahres für wahrscheinlich. Wann der Startschuss für das Projekt aber tatsächlich fällt, ist noch unklar. In der umstrittenen Erstaufnahmeeinrichtung in Bad Wörishofen sind derzeit nur wenige Flüchtlinge untergebracht. Am vergangenen Donnerstag wurden 47 Menschen von Erding in die Kneippstadt verlegt. Die meisten von ihnen Syrer und Iraner. Aktuell sind aber noch rund 30 Menschen in der Unterkunft. Die restlichen Flüchtlinge sind offenbar weitergezogen. Das sei ein bundesweites Phänomen, so ein Sprecher der Regierung von Schwaben. Manche Flüchtlinge würden nach Dänemark oder Schweden weiterreisen. Andere suchten ihre Verwandte, die bereits in Deutschland leben. Man könne die Menschen nicht in den Einrichtungen festhalten. Allerdings schaden sich die Betroffenen selbst, heißt es weiter von der Bezirksregierung. Denn die Flüchtlinge müssten für die Bearbeitung ihres Asylantrags zur Verfügung stehen. Der Streit um die zukünftige Bahnanbindung Lindaus geht weiter. Der Schweizer Bahnplaner Paul Stopper kritisiert jetzt die Bürgerinitiative Bahnhof Reutin scharf. Der Planer sagte, ein zweigleisiger Ausbau der Eschacher Kurve sei nicht nötig. Das 300 Meter lange Teilstück in der Eschacher Kurve sei kein Hindernis für den Bahnverkehr. Auch zusätzlichen Güterverkehr in Lindau hält der Experte für unrealistisch. Vielmehr sei ein 8-gleisiger Bahnhof nötig, um günstige Umsteigemöglichkeiten zu schaffen. Das sei auf der Insel besser zu lösen als in Reutin.
Eine bessere Koordination bei der Kontrolle von Senioren- und Pflegeeinrichtungen. Das fordern viele Allgäuer Heimleiter schon länger. Unterstützung bekommen sie jetzt aus dem Kempner Stadtrat. Der Heimbeauftragte der Stadträte, Lothar Köster, fordert nun, den bürokratischen Aufwand zu senken. Es gebe zu wenig Abstimmung zwischen den medizinischen Diensten der Krankenkassen und der Heimaufsicht der Stadt. Oft würden die beiden Prüfinstitutionen innerhalb weniger Tage die gleichen Heime besuchen. So schaffe man Unmut bei den Mitarbeitern, die ohnehin schon eine schwere und belastende Aufgabe zu erfüllen hätten, so Köster. Die Diskussion um den Umbau des Zehnstadels in Memmingen-Steinheim geht in eine neue Runde. Der Vorsitzende des Steinheimer Fördervereins Dorfgemeinschaftshaus kritisiert jetzt, dass es bei der umstrittenen Sanierung nur um die Kosten gehe. Dabei handele es sich bei dem Projekt um eine Investition in die Zukunft der Bürger. Das geplante Dorfgemeinschaftshaus gebe dem Ort eine gewisse Attraktivität. Die Stadt schätzt die Gesamtkosten für das Vorhaben derzeit auf 3,6 Millionen Euro. Gegner der Sanierung befürchten, dass die Kosten noch weitaus höher ausfallen könnten und denken daher über ein Bürgerbegehren nach, um das Projekt zu verhindern. In der heutigen Nacht fallen in der gesamten Region Schneeflocken bei einem Wert um den Gefrierpunkt. Nur im Ostallgäu, Richtung Füssen, ersetzen Regenschauer den Schnee bei etwas milderen 2 Grad. Die morgige erste Tageshälfte gestaltet sich ähnlich wie die Nacht. Im Ober- sowie im Westallgäu nimmt der Schneefall zu, bei 0 Grad. Im Ostallgäu bleibt es milder bei rund 3 Grad. Dort wechseln sich Regentropfen und Schnee ab. Im Laufe des Tages ändert sich das Wetter im Sendegebiet nicht. Im Ostallgäu bleibt es überwiegend regnerisch bei 3 Grad. Zudem ist den ganzen Tag mit starken Sturmböen im gesamten Alpenvorland zu rechnen. Es wird eine Unwetterwarnung für die Allgäuer Region ausgesprochen. Der lang ersehnte Schnee findet auch endlich den Weg auf die Allgäuer Gipfel. Es ist den gesamten Tag mit Schneefall zu rechnen. Zudem sind aber auch starke Sturmböen zu erwarten. In Jungholz liegen die Temperaturen bei minus 1 bis minus 3 Grad. Im Beusterlang bewegen sich die Temperaturen zwischen 3 Grad im Tal und minus 4 Grad auf dem Gipfel. In den kommenden Tagen legen sich die starken Windböen wieder. Am Donnerstag erwartet uns überwiegend Schneefall und vereinzelt kommt sogar die Sonne zum Vorschein. Die Temperaturen bewegen sich hier bei minus 4 bis 2 Grad. Zum Wochenende hin schneit es wieder und die Temperaturen pendeln sich im Minusbereich ein, bei minus 3 bis 2 Grad. Am Samstag zeigt sich hin und wieder der ein oder andere Sonnenstrahl. Die Werte sinken auf minus 6 bis 3 Grad. Und haben Sie die Satellitenschüsse schon im Programm entdeckt? Dann nichts wie ran ans Telefon 0831 930 63 111. So lautet die Telefonnummer. Wir losen unter allen, die bis morgen Mittag um 12 Uhr anrufen, einen Gutschein für eine Autopflege aus. Also viel Glück und anrufen. Erleben Sie eines der schönsten Auktionshäuser Süddeutschlands. Kunst, Antiquitäten und Raritäten auf über 1000 Quadratmetern. Ihr kompetenter Partner beim Kauf und Verkauf Ihrer Schätze. Ein Einkaufserlebnis der anderen Art in einem stilvollen Ambiente. Allgäuer Auktionshaus Kühling. Das Kunst- und Antiquitätenhaus im Allgäu. Ein bisschen versteckt liegt das Café Mauerblümchen neben der Stadtmauer, unweit der Burghalde. Das Lokal lässt sich am besten mit einem Wort beschreiben. Heimelig. Dazu gehört einerseits die Einrichtung, dazu gehören andererseits aber auch das kulinarische Angebot sowie die gemütliche Atmosphäre. Man kommt hier rein und man kann auch ewig hier sitzen, man kann sich auch mal mit uns unterhalten. Es gibt immer selbstgemachte Kuchen. Die Rezepte sind am Ende total, also wesentlich älter als ich. Und das ist einfach ein schönes Ambiente. Auch das ist ein Familienbetrieb, es sind auch Mama und Tochter öfter da, ich bin die Tochter. Und ich finde so, das Gesamtkonzept macht einfach die Gemütlichkeit an sich auch aus. Praktisch alles, was hier auf der Speisekarte steht, ist selbstgemacht. Das gilt genauso für das Frühstücksmüsli, wie auch für einen der Renner im Café Mauerblümchen, Flammkuchen. Leicht macht es sich die Küchenchefin nicht bei den Mittagsgerichten.
Jeden Tag kommt etwas anderes frisch auf den Tisch. Ja, meine Mama ist da sehr ambitioniert. Es gibt tatsächlich immer wieder was anderes und sie wühlt auch tagelang immer die ganzen Kochbücher durch und überlegt sich, was es geben könnte. Steckt schon sehr viel Arbeit und Ideenreichtum auch dahinter, hinter dem Mittagsmenü doch. Ein anderer Geheimtipp beim Kaffee Mauerblümchen ist die selbstgemachte Limonade. Die Zutaten sind frisch und praktisch alles ist selbst hergestellt. Der größte Trumpf des Lokals aber lässt sich überhaupt nicht zubereiten: die gemütliche und familiäre Atmosphäre. Die Winterfestbetreiber und das Allgäuer Brauhaus sowie die Bergbahnen Kleinwalsertal-Oberstdorf präsentieren das Winterfest Oberstdorf. Regionale und internationale Livebands sorgen mit fetzigem Sound für beste Unterhaltung und unvergessliche Stunden. Jeden Samstag Ballonglühen. Die längste Bar im Allgäu ist ab 21 Uhr für Sie geöffnet. Was zeichnet ein gutes Krankenhaus aus? Na klar, eine gute Behandlung durch qualifizierte Ärzte. Doch für eine schnelle Genesung spielen für viele Patienten auch die Zimmer eine große Rolle. Deshalb soll das Bettenhaus der Klinik Füssen abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Denn diese alten Zimmer hier, die entsprechen nicht mehr den heutigen Standards. Um auch während des Umbaus Patienten behandeln zu können, wurde mit mehreren Modulen ein Interimsbettenhaus aufgebaut. Gestern wurde das Gebäude offiziell eröffnet. Der Altbau der Klinik Füssen. Direkt daneben ein großes Loch. So sah die Baustelle des Interimsbettenhauses bei Baubeginn vor einem halben Jahr aus. Inzwischen ist das Gebäude fertig, von außen und innen. In die obere Etage des zweistöckigen Modulbaus konnten gestern sogar schon die ersten Patienten einziehen. Auch die Tasche von Andi Schulz ist bereits gepackt. 10 Tage lag er schon in diesem Zimmer des Altbaus. Den restlichen Klinikaufenthalt wird er nun hier verbringen. So, dann stellen wir sie mal hierher. Das Nachtkästchen hole ich dann noch, ja. Wenn wir alles hin tun. Schön groß, geräumig, alles sauber, also Baustelle fertig, weil das ist ja auch was immer ein bisschen stört, wenn da noch irgendwo der Bauschutt rumliegt oder so. Möchte ich jetzt selber nicht haben. Aber sonst schön, doch, gefällt mir. Aber merkt man jetzt nichts, dass das Modulbau ist. Und das sollen die Patienten auch nicht merken. Das Interimsbettenhaus ist deswegen wie eine normale Station gestaltet. Auf 2 Ebenen gibt es jeweils 13 Zimmer, einen Pflegestützpunkt und Arbeitsräume. Während hier noch die letzten Arbeiten in vollem Gange sind, findet eine Etage tiefer die offizielle Eröffnung statt. Philipp Ostwald, Geschäftsführer der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren, freut sich, dass jetzt mit der Modernisierung begonnen werden kann. Dieser Neubau wird beginnen im Herbst diesen Jahres, wird der Abriss stattfinden und dann wird es ungefähr 2 bis 3 Jahre dauern, bis dieses Gebäude gebaut ist. Das hat dann auch eine Intensivstation und noch weitere Funktionsbereiche, die wichtig sind für das Krankenhaus, sodass wir dann in 2018 dieses Gebäude fertig haben. Parallel wird gerade der OP komplett saniert, die Kreissäle neu saniert. Und wir planen dann, wenn der Bau läuft, den nächsten Sanierungsschritt. Es wird also die nächsten 5 bis 10 Jahre hier in Füssen weiter saniert werden. Und so lange wird das Interimsbettenhaus auf jeden Fall gebraucht. Doch was passiert danach mit dem 4,5 Millionen Euro teuren Gebäude? Ja, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Aber wer sich das Haus heute hier anschauen kann, kann sich eigentlich nicht vorstellen, dass wir das jemals wieder hergeben werden. Also ich gehe davon aus, dass hier auch langfristig Patienten bleiben werden und wir hätten die Idee, dass die geriatrische Rehabilitation in langfristig hier in diesem Haus eine Heimat findet. Die letzten Patienten haben heute ihre Zimmer bezogen. Auch die Mitarbeiter setzen ihre Arbeit nun im Interimsbettenhaus fort und begleiten dort die Patienten auf ihrem Weg zur vollständigen Genesung. Das waren die Allgäu TV Nachrichten am Dienstag. Kennen Sie Korbball? Im Allgäu gibt es sogar einen Bundesliga-Verein im Korbball. Welcher das ist und wie Korbball funktioniert, das sehen Sie morgen bei uns in der Sendung. Dann begrüßt Sie hier meine Kollegin Isabel Weidnauer-Nohn. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder einschalten würden. Bis dahin, eine schöne Zeit.